Herzlich willkommen zum Crashkurs Vegetarisch. Heute machen wir eine Falafel aus Erbsen. Normalerweise nimmt man ja Kichererbsen, aber ich sage es Ihnen, mit Erbsen wird die Masse noch viel besser. Deswegen haben wir hier Trockenerbsen, die legen Sie über Nacht ein und gießen Sie am nächsten Tag ab. Das haben wir hier schon mal vorbereitet. Dann haben wir hier Petersilie, wir haben Koriander, wir haben Zwiebeln, wie man hier gut erkennen kann, eine Knoblauchzehe gehackt. Ein bisschen Wasser nachher für die Falafel zum Formen und diverse Gewürze. Wir haben hier ein Behältnis, da nehmen wir die bereits eingeweichten und abgeschütteten Erbsen. So, geben unsere Knoblauchzehe dazu und unsere Zwiebeln. Sowie unseren grob gehackten Koriander. Beim Koriander bitte aufpassen. Ein Koriander ist auch so eine typische Kräuterart, die sofort schwarz wird, wenn man die hackt. Also das sieht man richtig. Wenn man da einen halben Tag wartet, ist der schwarz. Einfach nur grob einmal drüber schneiden, eher als hacken. Sie sehen, ich habe hier einmal kurz drüber gehackt, / geschnitten. Und dann behält er seine grüne Farbe und schmeckt auch nicht bitter. Grob gehackte Petersilie. So. Ich habe jetzt einen Stabmixer. Sie können aber auch, wenn Sie eine Küchenmaschine haben, so eine Küchenmaschine oder so einen hohen Mixer hernehmen, wie Sie es vielleicht von der Bar kennen, wenn Sie den daheim haben. Wenn Sie nur einen Stabmixer daheim haben, überhaupt kein Problem, nehmen Sie den Stabmixer. Ich lege mir hier immer gerne ein Tuch drauf, dann spritzt es nicht so durcheinander. Jetzt haben wir hier die Masse. Jetzt geben wir noch ein paar Gewürze dazu. Wir hatten ja schon frischen Koriander, jetzt geben wir noch ein bisschen Trockenkoriander dazu. Nicht zu viel, sonst schmeckt es zu stark. Dann ein bisschen Kreuzkümmel, auch bloß wirklich eine Fingerspitze, also wirklich eine Fingerspitze. Und Paprika. Und Sie haben es gesehen, auch nicht viel mehr. Und dann zu guter Letzt noch ein bisschen Salz. So. Der Teig hat eine wunderbare Konsistenz. Sie fragen sich, warum hat der Mensch jetzt ein Holzstäbchen in der Hand? Ganz einfach deswegen, weil Sie natürlich nicht den Finger reinstecken können und testen können, ob die Temperatur heiß genug ist. Wenn Sie jetzt das Holzstäbchen reinstecken, dann sehen Sie hier, wie sich Blasen bilden an dem Holzstäbchen. Und das ist dann die optimale Temperatur, um die Falafel zu frittieren. Ich habe mir hier schon einen Löffel vorbereitet und ein bisschen Wasser. Ich befeuchte jetzt meine Hände und den Löffel, damit es bei meinen Händen an einem Löffel nicht kleben bleibt. Und forme mir schnell mal eine Kugel draus. So sehen die aus. Bevor Sie die Falafel verzehren, nehmen Sie sich einen Teller, wo Sie ein bisschen Küchenpapier drauf haben. Und dann legen Sie die Falafel einfach da drauf. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, die sieht gut aus. Sehen Sie, das geht ganz schnell. Lassen Sie es nicht zu dunkel werden. So ist genau richtig, weil die bräunt noch nach. So, die legen wir hier drauf. Jetzt machen wir es noch so zur Verfeinerung. Habe ich hier zum einen was Grünes, sieht immer schön aus. Aber zum anderen ein bisschen Naturjoghurt. Und Sie sehen, so einfach, so schnell und so gut ist Falafel. Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal.